Namibia im Frühling 2011. Meine Kinder und die Kinder meiner Kinder sollen auf einem sauberen, schönen Planeten leben und nicht irgendwo auf einer Mondlandschaft. Lutz Pfannenstiel. Als einziger Mensch der Welt war er Fußballprofi auf allen 6 Kontinenten und hat das Leid der Menschen mit eigenen Augen gesehen. Mit 15 Ex-Fußballern macht er sich nun auf den Weg nach Afrika. Auch Bundesliga-Profis wie Michel Dinze, Carsten Ramelow und Silvio Meissner. Ihr Auftrag? Mit Sat1 und den Klimaschutzkickern von Global United in Otavi. Fußball spielen im Kampf für den Klimaschutz. Hier in Namibia wurde nun ein Anfang gemacht. Deutsche Fußballprofis als Botschafter, um Afrika zu helfen und Hoffnung zu geben im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen den Klimawandel. Eine deutsche Firma entwickelte mit dem Projekt Energy for Future Maschinen, mit denen aus Buschholz Strom erzeugt werden kann. Trotz aller Trockenheit in Afrika gibt es davon extrem viel. Das ist unser zukünftiger alternativer Brennstoff in Namibia. Namibia mit 26 Millionen Hektar von diesem Busch hat damit eine Energieressource, eine Energiequelle ungeahnten Ausmaßes. Dass wir den gesamten Energiebedarf von Namibia, also inklusive Strom, inklusive der Brennstoff der Fahrzeuge, alles, was an Energie verbraucht wird in Namibia, aus dem Busch heraus, aus dieser Fläche heraus, mit etwa 10 bis 15 Jahren, eher 15 bis 20 Jahren decken können. Schon nach 8 Jahren ist der Busch auf die rodefähige Höhe von 4 Metern wieder angewachsen. Der Einsatz von Klimafeind Holzkohle wird dadurch um über 80% reduziert. Eine Technik, die sogar unsere Fußballer zum Staunen brachte. Sensationell, ne? Und vor allen Dingen, da kann das Land auch sehr stolz drauf sein, dass es hier auch so eben gemacht wird. Eine tolle Maschine, also wenn man sieht, wie sich dieses Gerät durch den Busch hier tankt, also es ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ja, mega geile Sache einfach. Um Geld für diese innovative und neue Energiegewinnung zu sammeln, spielen sie hier vor Tausenden von Afrikanern gegen eine Auswahl Namibias. RAN unterstützt diese Initiative. Das Ergebnis nur Nebensache. Der Gewinner, die Bewohner Namibias. Aus dem ganzen Land sind sie angereist. Für viele war es einer der schönsten Tage ihres Lebens. Es war eigentlich so mit das Berührendste in den letzten Tagen, auch vom Gefühl her, wenn man dann wirklich auf den Fußballplatz geht und man teilt T-Shirts aus, man spielt dort mit den Kindern, man sieht das Lächeln, man sieht, was in den Kindern vorgeht. Die Reise geht weiter. Namibia war erst der Anfang für Lutz Pfannenstiel, Global United und RAN im weltweiten Kampf für den Klimaschutz. Aber eines ist ganz sicher: Namibia wird diesen Tag niemals vergessen.